Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin der Nero LP. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Es geht wieder weiter, eine neue Aufnahmesession. Ja, mein Yoshi war schon sehr aufgeregt, dass eingepennt. Vorhin. Ehrlich gesagt. Oh, guck mal, da meiner pennt jetzt auch ein. Wir sind im Ninja-Land und haben das Level hinter dem Shoji gemacht. Wenn ich mich noch richtig erinnern kann, weil ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber machen wir mal weiter, machen wir das nächste Level. Das haben wir schon gemacht. Herr von Samurai Schloss. Das sieht mir nach einem schweren Level aus. Ja, sind schon viele Stacheln am Mund. Ja, und so wie es, wenn da schon steht, Herr von Samurai Schloss, es scheint mir ein Boss-Level zu sein tatsächlich. Nicht so wie halt auf dem Piraten-Level. Oder eher wie so Dings hier. Wie der Dosenkondor. Ja. Oh. Ey. Wie dieser Dinosaurier uns verfolgt hat. Irgendwie so was. Ach so. Im Dino-Land. Ja. Irgendwas dann uns, weiß ich nicht, im Hintergrund hier auf den Nerven gehen wird. Oh. Okay. Oder vielleicht doch ein Boss. Würdest du bitte runtergehen? Ja, ich hab's vergessen. Ah. Junge. Ich hab grad gar nicht realisiert, dass die runtergefallen sind. Alter, hast du das gesehen? Der Vorhang, der wollte uns schnappen, ey. Kann das sagen. Was? Hey. Hey. Einer. Vier Münzen. Vier rote Münzen. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will alles finden. Ich auch. Das scheint mir doch eher ein schwieriges Level zu sein. Oh, ich hab vergessen, den Hintergrund hier zu prüfen. Aha. Wie gesagt, ich habe das Level davor, also hinter dem Schuh hier, habe ich noch nicht gespielt. Aber sonst habe ich alles nachgeholt und ein paar andere zusätzliche Level gemacht. Ja. Wie zum Beispiel ein paar Kunstwerke gefunden in den anderen Welten. Wir sind vorausgescoutet. Also, ja. Ne, eigentlich nicht, aber nee, zurückgescoutet, sag ich mal. Ja, zurückgescoutet. Ich weiß, ob wir irgendwie was hier offscreen erstmal heute machen werden. Wahrscheinlich gehen wir erstmal hier weiter, weil. Würde ich auch sagen. Oh nein. Oh mein Gott. Obwohl ihr war vielleicht was. Was wollen wir denn machen? Gar nichts. Ach so, ich verstehe. Jetzt habe ich verstanden. Na, Herr von Samurai. Nimm das, Herr von Samurai. Egal, was auch immer er war, er ist tot. Ich glaube, der kommt, ja. Oh Gott. Habe ich schon gedacht, weil die Sachen da noch alle lagen. Boom. Was habe ich da gerade gemacht? Mein Gott, die bewegen sich ja jetzt, ey. Wir sollten das nicht machen, es ist zu OP. Checkpoint! Wow. Nice Sache. Oh, zwei Herzen. Kannst du die Dinger hier abschießen irgendwie? Warte, mal prüfen. Und der hat hier vorne. Okay. Den schnapp ich mir. Long. Ja, stimmt hier. Stimmt was nicht. Gar nicht, da kannst du gar nichts machen. Irgendwas muss. Ja. Da, hier. Oh, okay. Okay. Ah, ich sehe schon. Wäre eigentlich gut, wenn wir beide in verschiedenen Dinger wären. Ja, aber geht ja nicht. Jetzt kannst du das Ding nach. Nee, lieber nicht. Warte. Okay. Jetzt können wir das Ding nach links bewegen. Jetzt wäre ich da zu quetscht gewesen. Jetzt hier das Ding nach oben. Ja genau, das ist das Ding nach oben. Ja. Schon wieder denken. Das gefällt mir aber gar nicht. Ich möchte ja nicht sagen, aber ich glaube, dass die roten Münzen irgendwie alle auf dem Weg liegen. Ja. Aber wir haben noch gar keine Blume gefunden. Okay. Vorsicht. Ich mache mir irgendwie ein bisschen Sorgen, dass wir noch keine Blume gefunden haben. Oh Gott, wenn der jetzt hier runterkommt, ne? Okay. Ich
Nein. So, was? Ja, tatsächlich. Nee, zweite Blume, ja. Zweite Blume. War irgendwie klar. War die erste? Ich habe keine Ahnung, wie die erste war. Endlich mal. Eier. Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ja, Finger weg. Oh, oh, Eier. Das ist ein Schalter. Oh Gott. Holy shit! Was ist da gerade passiert? Nochmal. Das sind Münzen gewesen. Ja, ich weiß. Das sind Münzen. Ah, ich verstehe. Jetzt gehen wir dahin. Und zack, wir drücken den Schalter nochmal. So kommen wir nämlich da unten hin. Oh, ich bin so klug, ey. Ja, man, Schlüssel. Warte, ich bin auf mein Ei draufgesprungen. Wie hast du das denn hingekriegt? Nee, ich hab da geworfen, dann bin ich draufgesprungen. Hä? Wollte gucken, ob hier noch was ist. Nein. Dann mach auf. Ich mach auf. Gehen wir weiter. Vorsicht, die haben Messer. Wo kommen die denn her? Oh, Geschenk. Geschenk? Oh, das Auge, ey. Es nicht gesehen. Oh, 16. Au! Soll ich dann dabei ein Timer? Ich habe so ein Ding, Ding, Ding gehört. Ich auch. Ich hab's... Wir haben alle Münzen. Jetzt schon. Jetzt schon? Das wollte ich auch gerade sagen. Was? Okay. Stimmt, wir können ja krabbeln. Das können wir. Oh. Oh Gott, Komm, du schaffst es. Das ist geschafft. Hast du gut gemacht. Ja, fand ich auch. Mhm. Links ist ein Checkpoint. Links ist ein Checkpoint? Ja. Da kommen wir nicht hin, ja. Was? Ah, ich verstehe. Ich irgendwie nicht. Ah, okay. Ganz einfach, die Tür hier ist offen. Jetzt können wir nämlich hier hochgehen. Ne? Was? Hast du... Ach ja, hier ist ein Checkpoint. Boom. So, Checkpoint aktiviert. Münzen einsammeln, weil... Weil wir wollen hier Geld. Nein. Eins. 20. Oh mein Gott. Töte den mal bitte. Nein. Ich bin Schuriken. Der hat Angst. Oh, ich sehe schon wieder. Aua, aua. Oh Gott. Ist das Herr von Samurai? Huh! Oh! Oh Gott. Oh Gott. Au. Aua. Oh Gott. Das ist wirklich total gebrochen. Okay, du bist voll. Okay. Links nichts, okay. Geh nicht zurück. Du hast volle Herzen, ich nicht. Hm. Doch, ich hab keinen Dinger. Mal gegen. Nehm ich an. Ah, okay, ja. Jetzt kommt man an den Schalter dran. Boah. Wow. Okay. Warte, da links ist auch noch was. Warte, links. Ja. Warte. Okay, ach nee, von da kam man, ne? Kam man von da? Ja, von da kam man. Da war die Tür, wo wir reingekommen sind. Okay. Nee, die ist auch nicht weiter. Genau, ist wie diese Wolke mit Gesichtern. Ah, Messer. Ja, Messer. Geh doch mal vor.
Und jetzt kommt ja ein Boss, pass auf. Tatsächlich, hier kommt wirklich ein Boss. Hallo? Das sind die Neun. Ach ja, ich. Oh, ihr gebt mich auf, was? Meine fiesen Fallen werden eure Verderben sein. Was für fiese Fallen? Wovon redest du? Magi. Kasam. Oh mein Gott. Oh Gott, ich muss voll, mit vollem Leben hier rausgehen. Was ist das denn? Ich glaube, das ist Herr von Samurai. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was wir gegen den machen müssen. Geh einfach mal nach rechts. Einfach weg von dem erstmal. Wer der Was macht der? Verdammt. Nein. Einfach auf den drauf springen? Ich glaube ja. Was ist jetzt los? Ah, ich verstehe. Wir müssen zu dem hinkommen. Und dann nochmal auf ihn drauf springen. Ja. Okay, raus. Da rein. Da rein. Okay. What? Was? Ja. Da wieder raus. Ah, warum muss ich getroffen werden, Fein? Wir müssen so eine Art Parcours abschließen. Ja. Und zu dem hinkommen. Ja, wir können das zeigen, wem schon. Bam! Okay, Runde 3. Ah, ich verstehe. Das ist relativ simpel. So, aufmachen. Oh Gott. Hier rein. Ein. Runter machen. Ja, genau, runter machen. Ach, wir können das gar nicht machen, wenn zwei in verschiedene Räume sind, glaube ich. Nee, geht nicht. Runter. Hör auf. Nicht so früh. Ach, da kannst du durch. Boah. Warte. Jetzt kommen wir. Noch nicht ganz. Hier hin. Ich weiß genau, wie es geht. Ja. Also geht's. Himmel, ey. Na warte, Herr von Samurai. Jetzt kommen wir. Ich treffe dich nicht. Ich glaube, der hat einen Abgang gemacht. Findest du nicht auch? Ja. Das war ein komischer Boss. Da war ein Pappbecher, glaube ich. Ich glaube ja. Der war ein Pappbecher. Aus Pappe. Pappbecher. Ah, verdammt. Aber hey. Ja, wir müssen sowieso nochmal hier rein, oder? Ja, irgendwann nochmal. Aber nicht jetzt. Wir kümmern uns erstmal um den Hauptteil und dann, danach kommt das Backtrack. Und bevor wir dann wirklich den Final Boss machen, kommt die Rückseite. Genau. Die Runde sammeln müssen wir auch noch, ey. Ja, genau. Der hat schon wieder irgendwas für uns. Ja, der hat wieder Aufgaben. Was will er denn? Ich brauche Runde 10, aber waren sie noch gleich? Ah ja, Ninja Land. Los geht's. Ich bin endlich folgendes. Papierlampengeist. So einer hat mich auf der Rückseite des Ninja-Hauses erschreckt. Ah ja, genau. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Es können auch die ganzen Kunstwerke können auch auf der Rückseite sein. Geld haben wir nicht genug. Nicht genug. Wir sollten weitergehen. Ich habe den Namen nicht gelesen. Oh, ich bin so kaputt. Hätte ich doch noch 15 Grinseblumen. Geh mal einfach rein. Hallo, immer hier ist. Ja, werden sie gleich sehen. Das war, glaub ich, irgendwie ein Dschungel-Level. Da hat man schon Saurier, Ninjas. Piraten. Weiß ich nicht. Piraten, Märchen. Ja, irgendwas mit Märchen, ne? Märchenpflanzen, aber das hat mich schon. Ja, ist der Dschungel-Level. Rumpel-Dschungel. Hat es nicht bekommen. Okay, das ist tatsächlich ein Dschungelbereich hier. Sind das Dinosaurier sind im Dschungel. Tierreicherkundung. Oh, wir bewegen uns auf ein Juwel zu. Okay. So, aber wir können auch nach oben gehen und auch in Richtung Juwel. Eigentlich könnten wir. Ich bin mit. Ah, ich verstehe. Wenn wir da weitergehen, dann kommen wir auch direkt dort weiter. Das sollten wir noch nicht machen. Ja, da gehen wir erstmal anders. Ja, gehen wir erstmal. Wir wissen ja nicht, wie schwierig die Level sind. Das ist ja das Problem. Das ist wirklich das Problem. Gehen wir runter? Okay. Ja, gehen wir nach unten. Ich habe nämlich Bock auf heiß-kalte Inseln. Da habe ich Bock drauf.
Oh, Grinseblumen 10 Stück. Ja, die wollen nur 10 irgendwie. Ja, die wollen nur 10, der andere wollte 15 haben. Was sich darauf aufschließen lässt, dass es dort auch weitergeht. Ja. Ja. Ja, ja, mir geht's schon viel besser. Danke. Okay, Grinseblumen. So. Drinnen ist das alles rauchen, dann dreh ich rein. Heiß-kalt in den Sinn. Hallo. Ich würde es irgendwie wundern, wenn irgendjemand sich mal hinsetzt und die ganzen Level da so mit Pappe irgendwie so in echt nach irgendwie arbeitet. Oh, okay, erst Level. Bomben ahoi. So. Bomben ahoi. Klingt so in Richtung Piraten wieder. Ja. Ja, müsste es dann nicht direkt davor schon geben, weil wir hatten ja am Anfang ein Piratenlevel gehabt. Das dritte Level war ja ein Piratenlevel. Hm. Egal. Ja, so. Ich habe irgendwie heute dieses Thema im Hintergrund wird voll oft benutzt. Ja. Ja, das war das Intro auch genommen. Ja. Ja, ich habe gemerkt irgendwie, dass wir gezockt haben. Hier sind Affen unterwegs. Das ist auch ein Dschungel, ne? Nee, das ist kein Dschungel. Das ist die Dschungelwelt. Ah! Ja, stimmt, wir sind da. Krabbe. Und zwar nicht aus Lakos. Ja, nicht von Lacoste. Das ist keine Handtasche. Aber wir haben immer noch einen Albtraum von den Krabben. Genau. Fisch. Da ist ein Chi-Chi. Und ab in den Mund. Gegen eine Wolke geworfen. Oh mein Gott. Oh Gott. War das eine rote Münze? Ich weiß es nicht. Wir sollten das Level neu starten. Ja, mach, wir sind noch am Anfang. Genau. So, ihr habt nichts gesehen. Das ist alles eine Illusion. Komm her. Komm her, Affe! Oh mein Gott, ist der schnell. Ey, kommt mir nicht. Nein! 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 Du hat er irgendwas gegeben? Nein, ich hab ihn einfach im Mund gehabt und hab ihn gegen die Wolke geworfen. Wir sollten alles einsammeln, damit was zu finden ist. Aber erstmal hier Krabbe erledigen, die nicht Lacoste ist. Das ist wahr. Warum bist du nicht Handtasche von Lacoste? Aber warte, nimm das Affe. Ha! Sind Affen gegen den Schenkel geworfen. Ah. Ich wusste okay. Es. Ich wusste es. Was? Was ist das denn für einer? Wer ist er denn? Ist das ein guter Affe? Der scheint uns nichts zu tun. Der scheint ein guter Affe zu sein. Oh mein Gott, wir können da drauf gehen. Was müssen wir ja machen? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe. Okay, ich verstehe. Die Affen tun uns nichts. Das sind freundliche Affen. Du schießt die ganze Zeit das Ding. Ja klar. Das ist cool. Da ist er einfach. Haben wir eine Blume verpasst? Ah, verdammt, am Anfang war da eine Blume. Oh. Am Anfang war eine Blume? What? Ja, die haben wir doch beim ersten Mal, bevor wir neu gestaltet haben, eingesagt. Echt? Oh. Ich habe gar nicht mitgekriegt. Egal. Ich bin schon gefragt, warum haben wir nur zwei? Wir haben noch am Anfang eine gesammelt. Atombomben. Nimm das, Affe. A tactical nuke incoming. What have you done? Nimm das, Krabbe. Du, nicht Lacoste. Du warst für uns ein Running Gag. Hey, und jetzt bist du kein Running Gag mehr. Oh. Vielen Dank, Entwickler, dass ihr unseren Running Gag geklaut habt. Warte mal, da oben rechts was. Warte, was? Nein. Ja. Alles kaputt machen. Oh, da unten ist was. Oh Gott. Was war das denn? Das war ja Meisterwurf. Alter, so viele Münzen, ey. Na. Ah. Blume! Blume! Ja. Ich hab einen Affen gegen den anderen geworfen. Ich hab nicht liebes Affen gegen den Affen zu werfen. Oh Gott. Mal schwimmen, ich hab das vergessen. Ich glaube nicht. Okay.
wird alles kaputt machen. Hört aus, ey. Oh, wir sehen da im Hintergrund. Scheint wahrscheinlich irgendwie ein Kunstwerk zu sein. Ich bin mir da. Nee, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es ein Kunstwerk ist. Oh, ja. Geschenk. Oh, Geschenk! Da oben ist ein Geschenk drauf. Hab ich gar nicht erkannt. Hast du erkannt? Nein. Nein? Aus dem Weg. Ich knöpfe den. Knöpfe mir den mit dem Affen vor. Oh Gott. Schnapp ihn hier. Gott. Oh nein, der ist immer noch oben. Punkt, Punkt. Ah. Au! Schere von Lacoste. Wir dürfen nicht ins Meer fahren, sonst kommt Krokodil. Nee, dann müssen wir sagen, geil, Rettungsboot von Lacoste. Hm. Oh, Checkpoint, gut. Checkpoint. Du hast voller Herzen, ich hab nicht. Oh, ich hab noch ein rotes Ei. Aua. Fucking Fisch. Sind das Fisch? Oh, noch mal sowas. Oh, nee, wir kamen nicht mal hier. Wir brauchen die Teile. Ich geh mal hier rein. Nein, ich hab mein rotes Ding verloren. Ja, da ist eins. Ich hab den Pfannkuchen eingesammelt. Das ist die Kanone. Der Kanonenknopf. Ist doch das gleiche, oder? Ist nicht das gleiche. Nein. Das letzte Teil. Oh, ich treffe den noch nicht. Ah, Affe! Der Affe hat mich abgeworfen. Jetzt hat der Affe mit einem anderen Affen getötet. Ich habe das letzte Teil. Warte. Alter! Das ist mit einer Kanone abgeworfen. So benutzt man Kanonen, oder? Man tut nicht Kugeln daraus schießen, denn man wirft die Kanone. Genau. Boah. Ey, Alter, was soll denn das? Aua, was soll das? Nimm das, nimm das. Ah, verdammt. Ich wollte auf dich werfen eigentlich. Hör auf damit. Na, guck mal da. Oh, wir haben zwei Kanonen. Okay. Alle Mann an die Kanonen. Boom. Okay, das macht es auf jeden Fall sehr viel einfacher. Mit zwei Spielern. Wisst euch. Denn wir werden euch jetzt... Ist das ein Quietschende im Hintergrund? Ja. Reicht er nicht? Ich hab ihn erreicht. Nein. Okay, gut. Nein. Schießt alles ab. Immer abschießen. Abschießen, abschießen. Ich hab die Mütze verpasst. Da war einer mit dem Sack. Au! Wir schießen ja zurück. Oder auch nicht. Okay. Na, oh, jetzt wurde ich getroffen. Ja. Die schießen zurück. Okay, ich sehe da am Boden sind irgendwie so Dinger. Wisst euch. Nimm das. Stirbt. Töte ihn, Quietschend. Ja. Hey, die ist außerhalb des Hintergrunds. Komm hier nie ran. Oh, bis auf die erste Blume haben wir jetzt hier alles, glaube ich. Ja, und die Herzen. Ja. Hui. Das war ein cooles Level. Ja. Da steckt ja auch wirklich so eine Innovation dahinter. Sich so ein Schiff zu nehmen und dann immer wieder zu feuern. Bum, 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 bum. Und wir haben alle Münzen. Ja. Das ist so ziemlich das Beste, was uns passieren könnte. Ja, noch ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben 24 Minuten. Oh, ein bisschen Geld ausgeben? Aber nein, wir können da noch nicht Geld ausgeben. Dann geben wir woanders Geld aus. Okay. Irgendwo noch geben wir nicht alles haben. Ja. Ja, hier haben wir noch gar nichts. Ja, müssen wir holen. Wir müssen irgendwann mal einen Part machen, wo wir alle Automaten überprüfen. Ja. Hier, shut up and take our money. Gold, 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 Gold. Gold. Ja. Yes. Ja. 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 Fliegen. Funkel. Glitzer. Windsauto.
Eine Beißbox. Oh Gott! Ja. Nicht der! Er macht mir Albträume! Zirkusrequisite. Ah ja, apropos Zirkusrequisite. Ich habe auch herausgefunden, eine Zirkusmanege. Ich habe auch herausgefunden, wo uns dann die letzte Münze fehlt. Okay. Das ist ein Geschenk. Zirkuszelt. Oh, ein Popcornwagen. Popcorn. Lieben Popcorn. Rabe. Aroxas. Genau. Kugelwini. Cool. Cool. Gelbilly. Ich glaube, spätestens wenn wir irgendwie so Herzen umzusammeln müssen, wenn wir die Dinger einsetzen. Ja. Weil die irgendwie Schaden reduzieren oder irgendwie sucht. Ja, um uns zu schützen. Na okay. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei der Schlitterparty-Insel. Ich habe jetzt erst Schitterparty. Schitter oder Schotter. Schitter. Schitter. Schittiger Schitter. Danach. Oh, geil, danach kommen wir schon zum nächsten Juwel. Ich würde aber sagen, dann gehen wir erst da oben hin. Oder sollen wir die Juwelen auch direkt holen? Wir holen uns die Juwelen dann direkt. Ja, dann. Weil ja, das so glaube ich besser. Sonst hätten wir irgendwie 3-4 Boss in einem Part. Ja. Gut. Ein Boss pro Part dürfte ja reichen, weil. Ja. Weil die nächsten Parts werden sogar Boss-Parts sein. Gut. Ja, gut, dann würde ich mal sagen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Yoshi's Crafted World. Hast du irgendwas zu sagen? Abonniert, kommentiert und liked und all sowas. Genau. Und like. Beim Metal Mario Master auch natürlich. Und auch beim Daniro LP. Genau. Dann bis dann und ciao. Bye bye.